Schule daheim. Leseideen Teil 2. Texte lesen und verstehen. Ihr Kind muss sicher bei einigen Aufgaben, die es von seiner Lehrerin oder seinem Lehrer erhält, Texte lesen und danach Arbeitsaufträge bearbeiten. Dafür muss Ihr Kind den Text zuerst durchlesen und verstehen, was es gelesen hat. Das klappt besonders gut, wenn es die Hinweise nutzt, die in diesem Video vorgestellt werden. Am Anfang können Sie die 6 Schritte gemeinsam mit Ihrem Kind durchgehen. Wenn es die Schritte verstanden hat, kann es mit den Tipps alleine arbeiten. Sie brauchen den Text, Buntstifte, ein Lineal, Papier, wenn vorhanden Wörterbuch und Lexikon oder auch das Internet. Schritt 1. Schauen Sie gemeinsam die Bilder zum Text an. Ihr Kind hat bestimmt Ideen, um was es in dem Text gehen könnte. Lassen Sie es erzählen. Schritt 2. Ihr Kind liest die Überschrift. Es erzählt Ihnen, was ihm dazu einfällt, was es darüber schon gehört oder gelesen hat. Schritt 3. Ihr Kind liest den Text. Wörter, die es nicht kennt oder nicht versteht, unterstreicht es in seiner Lieblingsfarbe. Schritt 4. Gemeinsam sprechen Sie über die unbekannten Wörter. Sie können die Wörter erklären, im Wörterbuch oder im Lexikon nachlesen oder im Internet nachschauen. Vielleicht kann die ganze Familie mithelfen. Schritt 5. Ihr Kind kann ein oder mehrere Bilder zum Text oder zu jedem Abschnitt zeichnen. Ob Strichmännchen, Comic oder Gemälde, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ihr Kind hat bestimmt viele Ideen. Schritt 6. Nun hören Sie zu. Ihr Kind erzählt Ihnen, was in dem Text steht. Jetzt kennt Ihr Kind den Inhalt und kann die Aufgaben zum Text bearbeiten, die es von seiner Lehrerin oder seinem Lehrer bekommen hat. Hier noch eine Anregung, wenn zu Ihrer Familie auch jüngere Kinder gehören, die noch nicht lesen können. Alle Tipps können Sie auch nutzen, wenn Sie Ihrem Kind eine Geschichte vorlesen. Sie müssen nur Schritt 3 selbst übernehmen. In weiteren Videos werde ich noch mehr Ideen zum Lesen vorstellen.